Wechseln im Up, Magic Physical als möglich. Switch Bolt, Slit. Müssen wir nur bekommen, ne? Ja, ansonsten hätten wir BF genommen. So, Twitch 3 von mir aus. Oder irgendwas anderes. So, bau irgendwas AD-mäßiges. Lass Whisper Hurricane, ne? Lass Whisper Hurricane Giant Slayer. Oder Rage mit notfalls für Sivir. Für mich ist Schmier aber auch hier einfach Sivir, Windstick, irgendwas. Large Shot hat Morelle, ne? Morelle, Rageblade, gern mit vielleicht, aber eigentlich AD, wenn ich kann. Der Double Jarvan's auch vielleicht nehmen mit dem sollte, das war auch ein Fehler. Nehmen wir einfach mal mit, scheiß auf Twitch. Okay, Striker wäre gut. Boss hat's okay, du hättest auch sehr gut, ne? Bow, Large Chambers. Ich bekomme mal eine Senna, die halt sehr gut ist. Und nehmen wir einfach Duett mit, denke ich hier. So. Welches ist das Originalfeld? Und wir spielen Innovator hier eventuell dann. Man kann Mill mitnehmen, ne? Aber ich will gerne Jarvan behalten, falls ich Jarvan 2 hätte. So. Ja. Aber ich 2er Paar hab, ne? So, wir können Nocturne noch reintun kurz. Bow hier. So, jetzt die Frage, mache ich Rage Pit Instant? Nein, oder? Wenn ich Rage Pit Instant mache, was ist dann? Sivir? Ich chill, glaube ich, kurz. Nein, nein, Large Pit mit Morelle einfach. Ich chill einfach kurz. Let's go! Dann sind wir vielleicht Senna Carry. Vielleicht einfach Innovator into Irela Jason so. Vielleicht auch Sivir. Draven notfalls, ne? Solche Sachen. Alle Terminator hat es eigentlich irgendwelche Konsequenzen, wenn man den Qualifier startet, aber dann nicht mitten, dann mittendrin, dann nicht mitten, dann mit, was? Dann mittendrin aufhört. Das nicht gehört raus, alles klar. Also wird man gesperrt für zukünftige Qualifier. Steht da irgendwas in den Regeln? Falls nicht, dann eigentlich nicht. Siehst du, und wenn dein Account geblacklistet wird, weißt du, was er dann macht? War ein neuer Account. Zu kosten, das dauert 2 Minuten. So also eine effektive Lösung, um Leute, die lieben, zu bannen, gibt's nicht. Also ja, kannst aber getrost ignorieren. Wenn ich da gebannt werden würde, würde ich aber einen neuen Account machen. Ist mir noch scheißegal. Steht wahrscheinlich noch nicht mal in den Regeln drin. Dass es irgendwelche Bestrafungen gäbe. Genau, also ich werde das casten, die Liga später. Aber ich meine, trotz, dass das System so scheiße ist für den Qualifier, ist trotzdem, stimmt ja trotzdem, ne? Ich denke, da können auch die meisten zustimmen. Ich denke, da werden die meisten auch zustimmen. Ist halt einfach der wenigste Zeitaufwand, ne? Ist auch kein böses Blut oder so. Wie meine Kollege Marcel sagen würde. Es wäre für dich ein gutes Quali-System. Von 256 auf 128, von 128 auf 64, von 64 auf 32, von 32 auf 16, von 16 auf 8. Das ist ja unglaublich viel Zeitaufwand. Irgendwie sowas in der Richtung. Außer man könnte ein automatisiertes System machen, aber schwierig halt, wenn. Wenn die Spieler halt selber Sachen, falsche Sachen und so hochladen. Wir wissen, dritter Pick, ne? HP, okay, wait, hier sind 4 Leute, 94, what the fuck. Das wäre das beste System, denke ich. Ist das Morello? Morello einfach vielleicht dann. So, wer kann den Morello effektiv nutzen? Niemand, ne? Denn das Morello funktioniert? Nö. Ja, für Cinch wäre okay, ja. Six Visage wäre actually solid. Oh, Six kann Morelle tragen. Lenk mich kurz hier ab, Chat. Das meine ich mit. Ich schaue halt viel in Chat, deswegen. Six für Dinges wäre gut. Wäscheständer, größer Schrank. Jo. Cinch auch, aber Cinch brauche ich noch. Sobald ich Echo habe, fliegt Six raus und bekomme Echo das. Das ist der Plan. Das ist der Plan, yo. Aber BT? BT into Irela, wenn ich kann. Frozen Heart ist gut. Frozen Heart hier. BT von mir ist hier. Aber ich habe, ich habe relativ gute Items an sich. Echo Items, Irela Items. Jetzt glaube ich, gewinne Estrel raus. Einen dritten Innovator suche ich halt. Das Besondere. Wieso funktioniert Morelle nicht auf Senna?
Du kannst rechtsklick auf die Einheiten machen oder auf Items hier machen. Oder du lädst halt was aus dem Overlay. Kannst hier oben Items anklicken und durchlesen. Aber hier geht's auch. Wenn der Träger Magic oder True Damage macht mit der Fähigkeit, dann burnst du den Gegner. Dann kannst du hier oben rechts das Schwert machen, hier ausklappen. Senna macht roten Schaden. Das heißt, hier steht sogar, rot ist Physical. Aber Morelle steht Magic oder True. Dementsprechend kannst du nicht Morelle proppen. Genau, rechtsklick ist broken in TFT. Kannst alles nachlesen. Spells, Items, alles. In der Zone hier gucken. So, der Zack 2, Dinge 2. Hasix ist sehr stark early mit Game. Mal gucken, vielleicht kann man in seiner den killen, aber. Mal schauen, yo. Ein Echo suche ich unbedingt. Habe ich 3 Innovator, Scrap und Morello, Frozen Heart, alle Packer. 2, 4, 6, ich habe 0 Economy hier richtig. Ich muss einfach chillen. Mit schönen Arena, wenn ich kann. So, Tome of Trades, ne? Ich habe 2, 4, 6, 8, 9. Fuck it, richtig. Nutz einfach. Weil ich 3 der Synergien kann ich gar nicht bekommen. Also ist insane eigentlich. Wahrscheinlichkeit, dass ich hier was Sinnvolles bekomme, also dass ich hier Innovator bekomme, ist sogar relativ hoch. Ich habe halt, was habe ich drin? Ich habe halt Enchanter, Joke 2. 2 von denen kann ich nicht bekommen. Ich brauche oben noch Echo. Ein Echo. Und Silan oder so, ne? Aber ich werde 4-1 Level 7 frühestens rollen. Boah, weiß ich, ob bestimmte Spells quitten können. Die können alle quitten. Jedes, wenn du Spell Crit hast, kann jeder Spell quitten. Und viele Physical Spells können auch so quitten, ohne Spell Crit. Weil die einfach so als Auto-Attack gezählt werden, einigermaßen. Wenn du Spell Crit hast, wenn du Infinity Edge hast und du eigentlich 100% quitten solltest und die Crit-Animation nicht angezeigt wird, heißt es einfach, das ist ein Damage Over, das ist einfach ein. Kein normaler, so ein Einmal-Spell ist, sondern halt so ein Damage-Over-Time-Spell ist. Damage-Over-Time wird nicht als Crit angezeigt. Damage-Over-Time wird einfach jeder Proc kann critten. Jeder Proc kann critten. Oh, ich suche Last Whisper, aber. Def suche ich dann zumindest, ne? Kann man Senna 3 Carry spielen? Ja. Wenn du Tri-Fast und so hast, insbesondere. Senna 3, gutes Feld, Tri-Fast und so, das hilft ja alles sehr. Aber Senna 3 sieht man nicht so oft. Weil Senna ist halt contested und die bekommst du dann nicht so leicht auf 3. Also ich bin hier Irela, wenn ich kann. 7 Innovator, Irela von mir aus. So 6 Innovator plus Irela plus Gnar, das ist fein. Oh, wir haben Echo gefunden, endlich. Schlingel. Hab ich 5 Innovator? Nein, ne? Auf welche Einheit spiele ich am besten Triforce? Auf irgendjemanden, der Auto-Attacken kann. Gut. Irgendein ADC. Say Item fällt Late Game ab. Also, Late Game würde ich das nicht auf den Main Carry geben. So Early Game hast du dann sowas wie Ezreal, Senna, Gnar. Solche Sachen. Warwick. Solche Sachen halt, ne? Ja. Ich kann erstmal Gnar reintun auf Level 7 hier, nehme ich an. Falls ich nichts anderes finde. Brauche neue Senna, ne? Am Ende. Morelle immer auf Echo oder manchmal auch auf Seraphine? Auf Seraphine. Wenn ich neuen Echo finde, werde ich gleich umtauschen. Weil ich habe auch Seraphine 2 fast jetzt hier. Sekunde. Noch Camille reintun. Das ging auch. Gib mir so ein Silan. Ja gut, nevermind. Und doch kein Silan. Und doch kein Silan. Aber hier ist ein Silan sogar! Der ist sogar hier drin einfach, der Schlingel. Lol. Dann suchen wir jetzt. Wir spielen Silan anstatt Singe. Wieso? What the fuck ist mein Team jetzt hier?
Alles gonna chat. Was ist mein Team jetzt hier? Let's go. Let's go. Okay, Jace muss die Items haben, ne? Also wir spielen Jace, Seraphine, Echo, Ashwill, Sila, ne? Vi, Ori, Senna. Das ist mein Team auf 8. Wenn ich Irela 2 spielen, wir Irela. Ich kann auch K6 spielen erstmal. Ich lasse Zinsch. Ich lasse Zinsch nach vorne denken. Ich habe noch keine Inde. Ich habe noch keinen Dingens. Hm, wenn ich Irela spiele, dann bräuchte ich. Na, wir spielen K6 2 einfach vielleicht. So lange. Mal gucken. Kamil kann raus. Wenn ich Irela spielen würde, dann bräuchte ich Gnane. Gnane Irela für die beiden. Falls ich Irela 2 hätte. Mal schauen. Den Giantslayer können wir bauen eigentlich schon. Das wird keine Irela. Aber neue Senna tausche ich um. Oh wait, das Socialite-Feld ist auch einfach insane hier, ne? Das Socialite-Feld ist eigentlich auch insane. Das ist perfekt. Wenn der hier steht, ultet der oben rechts und oben links. Wenn der hier rechts stehen würde, zum Beispiel, würde den Malzer nicht ulten. Alter. Let's go. Okay, das ist okay, ne? Könnte besser sein. Joa. Ich mach 9 Innovator einfach rein. Scheiß drauf. Das ist ein kleiner Hyrule. Könnte besser sein. Ich brauche noch ein Item für den. Für den Jace. Last Whisper Infinity Edge von mir aus. Last Whisper eigentlich, ne? Bin ich dran? Ich bin Last Pick. Glove oder Bow? Glove oder Bear würde ich gerne machen. Fuck, beides weg. Jetzt haben wir Tier. Tier, glaube ich. Tier oder Chaymes? Ich mach Archangel einfach. Bitte ein bisschen rollen, weil meine Gegner rollen halt auch hier. Hätte ich ja das Seju kurz spielen können. With every step I forge my own fate. Du. Gibt schon mal Tier Seraphine, glaube ich, einfach. Und Morgana, glaube ich, rein hier. Chanter bufft mein ganzes Team. So, wir können auch Irela hier spielen, notfalls. Okay, spiel ich hier noch Cinch jemals? Ja, wir spielen einfach Orion so, ne? Scheiß auf Cinch. Scheiß auf Cinch, yo. Die Irela gewinnt trotzdem fast gegen mich. Irela gewinnt trotzdem fast gegen mich. Weh. Saladic ablenkt, glaube ich. Ist Tamir der Play oder nicht? Tam ist zu spät, glaube ich, einfach auch. Tam ist auch einfach zu spät, glaube ich, möchte sein. Ja, Tam ist einfach zu spät, glaube ich. Rosenhart, Morello. Chill noch kurz. Okay, das ist auch zu spät, ne? Scheiße, das ist noch ein Tam. Muss auch gleich raus. Vi für Morgana, neue Senna. Senna muss gleich raus. Rotes T-Shirt, yo. Ich trage ab jetzt nur noch die Sachen, die ich jetzt anhabe. Also nur das rote T-Shirt, unten habe ich nichts an. So, let's go Level 9, 100%. Giant Slayer, VT. Archangel, Statix, Cloak gebe ich hier einfach für Scrap. Und ich möchte noch Last Whisper oder sowas bauen. Deathblade oder so. Burst. Irgendwas, was bursten kann. Ja, Deathblade auch von mir aus. Let's go Level 9. Switch kann raus. So, ich spiele Vi. Ich kann einfach auf 9 Vi spielen, ne? Das ist okay, richtig? Wir können auch Jinx spielen, muss ich zu geben. Ich könnte Cinch für Ashwill. Und dann noch auf Level 9. Ah, ne, wenn ich Vi. Ah, ne, geht gar nicht, weil ich Vi spiele, ne?
Ich muss sie dann auch backline. Echt sein. Weil ich. Also wenn der Drache eine Ulti schafft, ist es fein. Wenn der Drache eine Ulti schafft, ist es worth. Und dann ist es schon okay. Morgana und Ding ist ein bisschen tank für mich. So, mein Gegner ist Mutant. Und, eine Chat. So, mein Gegner ist Mutant, er sucht noch. Das war's, ne? Der sucht gar nicht. K62 sucht er. Der ist Irela. Der sucht Irela 3 und Baum 3. Und Seraphine. Und der ist Mutant, er sucht Malzah Show 3, alles klar. Malzah Show 3 und Silco sucht er. Drache Damage, yo. Die Cinch kann raus, ne? Einmal Level 9. Level 9 into Weiner von mir aus. Ich meine, die Enchanter sind gut gegen Mutanten-Typen. Gegen Irela brauche ich die Enchanter am Ende nicht. Gegen Irela brauche ich dann wahrscheinlich Braum und sowas am Ende. Bin ich dran? Nein, nicht drei Innovator-Spartlers, Alter. Ich mach dritte Innovator-Spartler, dann könnte ich halt Astral oder so raustun. Oder sie dann raus für Jhin 2 oder so, aber... Drittes Item für ihn, aber... Man, das ist gut gegen die Mutanten. Ist aber nicht so gut gegen Dingens, glaube ich. Nicht so gut gegen Irela. Irela hat nur 1,6 HP. 9 Innovator würde ich rein, wenn es gäbe, würde ich reinmachen, ja. Ah, shit, der hat Malzah freigefunden. Show 3 auch gleich, ne? Oh, Irela gleich. Muss aufpassen, dass ich nicht alles auf 3 hätten. Können wir auf jeden Fall gewinnen, ja. Kein Show 3, wir gewinnen. Easy. Ich denke genug. Nun Innovator einfach Baron. Wenn es gäbe, würde ich reinmachen, ja. Wenn es gäbe, wäre richtig geil. Wenn es gäbe, würde ich reinmachen, instant. Irela, Braum, Seraphine 2 hat er, ne? Also Seraphine 3 ist meine Win Condition vielleicht. Die Seraphine 3 ist meine Win Condition vielleicht, das ist das Problem. Wenn ich die halte, kann er, ist aber die Chance, dass der Braum Irela findet, leicht höher, ne? Aber auch nur leicht höher, whatever. Hat er relativ 5 Socialite? 5 Socialite, 4 Strike hat der. Braum da, Irela 3 gleich. Hammer, Astral. Das negiert damit. Gut, theoretisch. Oh, wait, die suchen Gal, die suchen Kaiser, ne? Kann auch nicht geben. Ah, Galus spielen wir nicht. Hat der Irela 3? Der hat Braum 3, aber ich brauche Braum selber vielleicht. Echt sein. Ist okay, Braum 3 ist nicht so schlimm an sich. Muss halt, wenn er richtig aufstellt, dann ist es schlimm, aber mal gucken. Der steht so, der ult nach so, ne? Schafft es, glaube ich, mich gar nicht zu ulten. Der Typ. So. Vielleicht brauchen wir auch Silco. Silco für den Drachen ist schlecht, ne? Ich weiß, wie ich das mache. Also ich könnte Silco auch benutzen am Ende. Nice try, bro. Der Braum unten rechts, ne? Useless. Never mind, der Braum ulti rückwärts, glaube ich. Let's go. Können wir gewinnen? Na gut, so geht's auch, ne? Einfach Braum rückwärts ulten lassen. So, die Braum-Ulti geht 8 Sekunden. Fuck. Wir suchen Syndra. Wir suchen Syndra. Scheiße, wir suchen Syndra. Ja. Wir suchen Silco Syndra anstatt Morganas Dingens. Die Syndra muss den Braum wegschmeißen für mich. Shit. Shit. Das ist dafür. Oh, Filler, nimm das selber, du Vollidiot! Nein, fuck.
Scheiße. Das Whisper für Armor Pen vielleicht? Scheibenkleister. War denn Syndra? Oh Gott, hab ich geträumt. Ja, auch Irela. Du. Mach so, damit der Braum nach links läuft. Ja, damit der Braum nach links läuft jetzt im Drachen immer. Aber der hat sehr viel bekommen, ne? Fuck, man, der wird sehr viel gegen mich machen. 100%. Wird sehr viel gegen mich machen, 100%. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Pillar nimmt das sehr viel, du Vollidiot. Er hat sehr viel aufgespart für mich. Aber dadurch hat er gegen anderen verloren. Lol. Lol. Sollten Silco spielen, ne, um ehrlich sein. Sollte ein Silco spielen, wenn ich sein. Das ist mein Bett. Oh lol, der hat getrollt. Wait. Oh, den Drachen hätte ich ganz nach links machen, das ist mein Bett. Scheiße, das ist mein Bett. Wir hatten den. Actually, wir hatten den. Oder den Drachen nach rechts, das ging auch. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Okay, wir spielen Silco. Senna Morgana ein bisschen raus. So, wir rollen ja weiter, ne? Weil ich muss gleich Positioning machen. Ich suche Syndra. Chase wegstellen wir den Scheiß, Alter. Okay. Entweder wird es von Tarm gefressen oder muss sein Braum halt rechts aufstellen. Ich würde noch was anderes machen, aber ist okay. Diese Fights ist fein. Ja. Entweder muss er sein Braum links, der wird gefressen von Tarm wegen Silke Ulti. Oder er stellt halt seinen Braum rechts und dann können wir ihn links sehr finden. Ne? Ich brauche neue Weiher auch richtig. Let's go. It's too free. It's too free. Oder stellt der Tarn Backline. Stellt Tarn Backline und aber dann ultet er mich halt nicht, ne? Der bräuchte halt Quicksilver auf Tarn dann.